meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video hier von mir. Ich dachte mir, ich mache mal so ein Wishlist-Video für euch, denn ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, nicht mein letztes Jahr. Also dachte ich mir, mache ich es heute und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Also starte ich schon mal gleich mit dem ersten. Und zwar, was man eigentlich immer schenken kann, ist gleich das erste, sind Gutscheine, denn egal für was, egal fürs Shopping, Beauty-Produkte oder was weiß ich was, das kann man mir immer gerne schenken. Ich freue mich dann immer sehr darauf. Ja, so spare ich dann ja auch dann so ein bisschen einiges an Geld. Ja. Also Gutscheine, das finde ich immer gut, egal für was, ob fürs Kino, Douglas oder was weiß ich was. Also Gutscheine finde ich immer super zum Shoppen oder sonstiges. Das zweite wäre jetzt so zum Beispiel fürs Fitness. Und zwar so Fitness-Stretch-Bänder. Da ich ja gerne ins Fitness gehe, wäre es auch vielleicht gut, so Stretch-Bänder zu haben. Denn manchmal macht man auch gerne so Übungen, in denen man nur die Stretch-Bänder benutzt, um dann auch etwas weniger an den Geräten zu machen, wenn man das nicht so gern möchte. Und ja, das wäre dann auch schon gerade das Nächste. Also, das finde ich immer praktisch. Also, so Fitness-Sachen finde ich echt cool. Also, kann ich immer gern gebrauchen. das nächste wäre, was war es denn noch? Ah ja, natürlich ein Handy. Klar, mein Freund und ich sind ja auch gerade schon auf der Suche nach einem, da wir uns ja wieder einen neuen Vertrag machen, da unser Vertrag ja bald abläuft. Und ja, wir brauchen natürlich ein neues. Also, ja, wir sind auch so schon gerade nach der Suche und ja, mal sehen, welches Handy das wird. Das bin ich auch sehr gespannt, denn irgendwann gibt es bestimmt auch wieder gute Angebote in den nächsten Tagen. Also wird das dann auch auf jeden Fall sowas wie dann ein Vorweihnachtsgeschenk. Denke ich mir mal so. Ja, das nächste wäre natürlich so auch wieder Beauty-Produkte, aber sag jetzt mal so ganz bestimmte. Zum Beispiel von Lisa Crashen, denn sie hat ja neue Sachen rausgebracht, oder die von damals, und zwar zum Beispiel die Pinsel von ihr mit Luvia und noch ihren eigenen Highlighter, was sie gerade neu gelauncht hat. Den finde ich echt mega schön, das wäre echt cool, das zu haben und das auch selber mal auszuprobieren. Also es gibt sie in ihrem Online-Shop und auch auf Amazon. Mal sehen, ob ich es mir selber bestelle oder falls man mir ein Amazon-Gutschein schenkt, dann halt eben, ja, würde ich es dann so kaufen. Denn ich finde die Produkte auch so sehr cool und vor allem die Luvia Pinsel finde ich auch sehr, sehr gut. Habe ja selber welche. Aber neue werden auch gerade mal wieder ganz gut. Also, ja, das wünsche ich mir. Das nächste, was ich mir noch so wünschen würde, ist, und zwar, was auch praktisch für mich gerade wäre, zum Beispiel wegen meinem Laptop, eine Festplatte, da ich ja auch da gerade viele Dateien habe, vor allem halt auch die YouTube-Videos, die ich ja für euch ja gemacht habe, die vielleicht schon online sind oder irgendwie sowas. Das wäre gut, denn dort könnte ich dann die Sachen drauf speichern natürlich, wenn dann mein Laptop voll sein sollte. Also wäre das schon mal ganz gut, dass ich das mal hätte, denn wo sollte ich dann sonst alles hinspeichern? So, dann mache ich mal weiter. War mal kurz weg. Was ich noch so gewünscht hätte oder mir wünschen würde, wäre auch wieder was fürs Fitness. Also fürs Fitness. Und zwar, ich weiß nicht, wie man es gerade so nennt, aber zwar diese so Teile, in dem es so schützt, entweder wenn man die Hantel benutzt, entweder für den Rücken, wenn man die Kniebeugen macht mit der Hantel, oder auch wenn man diese Hip Thrusts macht. Ich blende hier mal vielleicht so ein Bild ein. Das wäre auch noch so ein Ding, was ich auch fürs Fitness nutzen würde. Also das wäre auch ein ganz cooles Geschenk. Also allgemein so Fitness-Sachen für mich wären auch irgendwie ganz cool. Was das nächste wäre, wäre natürlich auch Trainingsanzüge oder Leggings oder irgendwie sowas, finde ich auch immer gut. Bezüglich die von Smilodogs finde ich absolut geil, denn die Qualität von denen finde ich sehr super, ist super angenehmer Stoff und
Da kann ich auch gut drin trainieren. Was ich mir noch so wünschen würde, wäre natürlich so Bettwäsche, was ja auch so für mein Bett passt. Also das wäre irgendwie ganz cool, denn ich benutze jedes Mal immer dieselben, die ich ja immer für mein Bett habe und wird immer langsam langweilig, also bräuchte ich schon mal neue. Also das wäre irgendwie ganz cool, das zu haben. Also jedenfalls Bettwäsche wäre irgendwie jetzt ganz gut. Was auch noch ein cooles Geschenk wäre für mich, und zwar das neueste Parfum von Shireen David. Ich habe auch letztens in der, nein, Douglas, den neuen Duft so gerochen und ich finde es mega. Also klar, für die 20 Euro könnte ich es mir auch selber kaufen, aber das wäre auch ganz cool, wenn man mir das schenkt, denn Shireen Davids neues Parfum ist echt ein schöner Duft. Also ja, das wäre cool, das zu haben. So, als letztes, was mir gerade noch so einfällt, was ich auch noch cool fände, wäre ein Switch-Spiel, und zwar das Crash Bandicoot-Spiel. Also ich glaube, das normale Spiel, nicht das Race. Ich kann euch hier auch ja wieder ein Bild einblenden, welches ich meine. Also ich habe es auch gerne irgendwie mal gespielt gehabt damals. Ich glaube, mein Neffe hatte mal das Spiel auf der PS, auf der PlayStation, ja. Das habe ich irgendwie ultra gern gespielt. Also wäre das auch noch so ein cooles Geschenk. Ich finde auch so allgemein, so Spiele kann man sehr gut verschenken, wenn man weiß, was man dem schenken will. Also welches Spiel. Ja, also das fände ich irgendwie ganz, ganz cool. Und ja, sonst fällt mir gerade so auf der Schnelle nichts mehr irgendwie so ein, denn ich habe jetzt mal gerade so das genannt, was mir gerade so in den Kopf gefallen ist. Und ja, ich hoffe, euch hat aber das kurze Video gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Abonnenten dazukommen natürlich. Also klickt auch auf das rote Abonnieren-Button unten und geht natürlich auf die Glocke daneben. Dann könnt ihr auch keine Videos mehr von mir verpassen, wenn ihr auf die Glocke drauf drückt. Denn ja, so werden auch meine Videos bei euch in der Abo-Box angezeigt und ja, ihr bekommt immer täglich oder ja, fast täglich, würde ich jetzt mal so sagen, Videos von mir. Also ja, würde ich da mal auch natürlich sozusagen zugreifen. Und ja, teilt mir auch natürlich gerne mit eurer Familie, Freunden, wen auch immer. Und ja, ich würde da mal sagen, ich lasse ja auch natürlich meine Instagram-Daten da, damit ihr wisst, wie ich dort heiße. Dort poste ich auch immer regelmäßig was. Also schaut mir auch dort gerne vorbei. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten möchte ich jetzt mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!